Jo Leute, herzlich willkommen hier auf dem Paradise Clan Channel, mein Name ist Raptor und heute habe ich ein richtig heftiges Gameplay für euch am Start und zwar ist das eine 73er Streak und zwar auch noch flawless. Checkt auf jeden Fall den Gameplay-Spieler in der Beschreibung aus, das Gameplay ist sogar ein Weltrekord, die höchste Streak, die es im Moment gibt in Infinite Warfare. Und ja, ich werde auch in der Beschreibung verlinkt sein und der Kommentator. Wäre auch nice, wenn ihr bei mir ein Abo und ein Like da lassen könntet. Ich bin kurz vor den 1900 Abonnenten. Schafft vielleicht sogar auch noch die 2K, bevor das nächste Jahr beginnt. Das wäre schon echt heftig. Und ich bin auch der Intro-Designer von Paradise Clan. Also lade ich auf meinen Kanal auch Intros hoch. Nicht nur COD-Gameplays. Und was geht es heute? Heute werde ich ein bisschen über Infinite Warfare reden, also das neue COD. Wie gefällt mir das Game überhaupt so? Und ich muss ehrlich sagen, das Game ist ziemlich abfuck. Man spielt so gut wie nur gegen Schwitzer. Und dann das Level für mich macht eigentlich auch nicht so viel Bock. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es macht einfach keinen Bock, wenn man wirklich in jeder Runde zu 100% konzentriert sein muss, um überhaupt was zu reißen. Man kann nicht nebenbei Musik hören oder eine Fernsehserie nebenbei am Laufen haben. Man muss wirklich total auf das Game fokussiert sein, um wirklich irgendwas zu erreichen. Ich finde, es hat einfach nicht mal viel mit Public zu tun, sondern eher mit Competitive, weil die Gegner sind einfach so gut. Das glaubt ihr mir nicht. Ich habe selbst zwei Atomizer bis jetzt, ein paar Nuklearmedaillen. Aber ich finde einfach, das Game bockt sich einfach nicht. Black Ops 3 war am Anfang viel, viel geiler. Black Ops 3 hatte auch richtig viele COD-Spieler, alte COD-Spieler, die sich von COD abgewandt haben, wieder zurückgebracht. Und Infinite Warfare hat dieses Spiel halt meiner Meinung nach wieder verjagt. Ich glaube, es spielen Infinite Warfare, spielen gerade mal so an WXP-Wochenende 30.000 Leute, was ich so gehört habe. Ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt wirklich stimmt, aber es ist schon ein bisschen belastend, finde ich. Auf dem PC spielt so gut wie gar keiner. Die Leute wollen da sogar schon ihr Geld zurück und das ist schon echt belastend. Ich bin echt gespannt, ob so denn nächstes Jahr nochmal ein Comeback starten wird. Wahrscheinlich wird da dieses abgefuckte Chatback, also dieses Rumgespringe, wahrscheinlich raus sein und wieder einfach am, wo man einfach wieder im nächsten COD am Boden bleibt und wirklich wieder so ein Oldschool COD mit guter Grafik hat. Das würde ich mir wirklich fürs nächste COD dann wieder wünschen. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so zurzeit am liebsten zockt, lieber Infinite Warfare oder eher MWR oder überhaupt gar kein COD mehr. Das würde mir persönlich eigentlich schon ziemlich interessieren, was ihr so darüber denkt. Und ja, wenn euch das dieses Video gefallen hat, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Und ja, das war's von mir. Haut rein und tschüss.